Ja, guten Tag. Ja, wir haben in Schleswig-Holstein einen aktiven Wahlkampf gemacht unter Themenstellungen, sozialen Themenstellungen, Bildungsthema, Wohnen, Verkehrspolitik und mit diesem Wahlkampf unsere Stimmenzahl im Land verdoppeln können, was uns sehr freut, wofür wir uns bei allen Wählerinnen und Wählern bedanken. Natürlich sind wir etwas enttäuscht, dass es trotzdem nicht gereicht hat, auf die 5% zu kommen, die uns ja sogar zum Teil schon prognostiziert worden war und damit der Landtagseinzug verpasst wurde. Wir sind allerdings für die Zukunft sehr optimistisch, weil insbesondere unter den jungen Wählern, sowohl unter den 16- bis 24-Jährigen als auch unter den 24- bis 34-Jährigen, haben wir 7% der Stimmen gewinnen können. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und lässt hoffen, dass bei nächsten Wahlen für die Linke in Schleswig-Holstein sehr viel mehr drin sein wird, ganz konkret bei der Bundestagswahl und bei den Kommunalwahlen, die wir 2018 im Bundesland haben. Wir freuen uns über diesen Stimmenzuwachs, den wir errungen haben, und werden uns also in den nächsten Monaten weiterhin einsetzen für eine Stärkung der Linken im nördlichsten Bundesland. Ja, der Wahlausgang in Schleswig-Holstein gibt uns durchaus Mut und Zuversicht für die kommenden Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Wie gesagt, natürlich wären wir lieber drin gewesen wie draußen, aber wir haben einen enormen Zuwachs erzielt. Der Trend, den wir schon bei vergangenen Landtagswahlen hatten, nämlich dass wir bei den Jungen unter 35-Jährigen stark zunehmen und bei den Erstwählern, hat sich fortgesetzt. Ebenso der Trend, dass wir üblicherweise in Großstädten stärker sind, was natürlich bedeutet, wir müssen auf dem flachen Land noch ein bisschen zulegen, damit wir es wirklich über die 5% schaffen können. Wir haben in NRW eine etwas bessere Ausgangsposition. Wir haben dort bei den Kommunalwahlen rund 2% oberhalb von Schleswig-Holstein gelegen und wir haben auch bei der Bundestagswahl rund 2% über dem in Schleswig-Holstein gelegen, sodass, wenn wir ähnliche Zuwächse erzielen wie in Schleswig-Holstein, sind wir künftig im nordrhein-westfälischen Landtag drin. Natürlich müssen wir jetzt die letzte Woche nutzen, alle Kraftanstrengungen zu vollbringen, im Wahlkampf deutlich zu machen, wofür in NRW eine linke Partei gebraucht wird. Wenn man die Lage in NRW kennt, ist das überhaupt nicht schwer. Wir haben dort mit die größte Armut und Kinderarmut bundesweit. Wir haben die geringsten ökonomischen Wachstumsraten und wir haben die größte soziale Polarisierung. Die sozialen Brennpunkte sind inzwischen im Ruhrgebiet, sind in den Großstädten, in Duisburg, in Dortmund, in anderen Städten. Da braucht es eine Linke, die die Themen Bildung, Armut, Kinderarmut, die Konzepte gegen überteuerten Wohnraum und die Konzepte für mehr Arbeitsplätze und gegen prekäre Arbeit auf die Tagesordnung setzt, im Landtag künftig dafür steht. Wir werden die Zeit nutzen, das den Menschen, die Menschen davon zu überzeugen, dass eine Linke im Landtag von Nordrhein-Westfalen für sie ein Fortschritt bedeutet und das Land eine Chance hat, eine gerechtere Politik zu machen. Sowohl die SPD als auch die Linke haben gestern ihre Wahlziele nicht erreicht. Die SPD hat deutlich gegenüber der CDU verloren. Wir haben zwar absolut gut und richtig zugelegt, aber sind trotzdem draußen geblieben im Landtag. Es gibt eine objektive Rechtsverschiebung und das ist ein Problem, dem man sich stellen muss. Das Agieren der SPD gestern war aber diesbezüglich sehr ernüchternd. Ralf Stegner, der als SPD-Linker gilt, stellt sich hin und sagt, wir haben unser Wahlziel erreicht, die Linke ist draußen geblieben. Anstatt also die Rechtsverschiebung als Problem ernst zu nehmen, findet Ralf Stegner von der SPD sein letztes Viagra darin, dass die Linke draußen geblieben ist. Ich finde das mit Verlaub armselig und bescheiden. Wer in diesem Land
soziale Gerechtigkeit wirklich durchsetzen will, der sollte zwei Dinge wissen. Erstens, der Gegner steht rechts und zweitens, das schafft man nicht alleine. Mit Blick nach vorn will ich nur noch mal zu gestern Abend sagen, für uns als Linke zeigt der Pfeil nach oben, nicht mit der Geschwindigkeit, wie wir uns erhofft hätten. Bei den unter 35-Jährigen 7%, das lässt hoffen auf die Zukunft. In den Städten wie Kiel und Flensburg 7% und darüber, das wiederum lässt hoffen für die Wahlen in eher urbaneren Ländern. Genau. Wie angekündigt, enden wir jetzt hier mit dem Themenblock Landtagswahl in Schleswig-Holstein und machen gleich weiter mit Katja Kipping, die noch was zum Ausgang der Präsidentschaftswahlen in Frankreich sagt. Ja, es gab ja gestern noch eine Wahl. In Frankreich ist es gelungen, die Wahl der rechtsextremen Marine Le Pen zu verhindern. Das ist gut, auch wenn natürlich mit der Wahl von Macron nur das kleinere Übel gewählt wurde. Wir haben immer gesagt, bei Stichwahlen zwischen zwei Personen tut es Not, das kleinere Übel zu wählen, um die Wahl einer Rechtsextremen zu verhindern. Jenseits von Stichwahlen ist die Politik des kleineren Übels verheerend und deswegen gilt nun heute, ab dem Tag nach der Wahl, ganz klar Widerstand von links gegen die geplanten Sozialkürzungen von Macron zu organisieren. Wir sagen ganz klar, dass im Ergebnis der Wahlen gestern ist wahrlich kein Anlass zur Euphorie, weil erstens 35% für Marine Le Pen vom Front National, 34% für Marine Le Pen sind 34% zu viel und zweitens steht zu befürchten, dass die Politik von Macron auch wieder eine Politik der Sozialkürzung ist, eine Politik, die die soziale Spaltung vertiefen wird und da steht zu befürchten, dass das natürlich den Nährboden für rechtspopulistische Propaganda noch mehr verstärkt. Wir als Linke werden hier ganz klar dagegenhalten und die Aufgabe der Linken in Europa lautet wie folgt, wir müssen deutlich machen, dass es in der Auseinandersetzung um die Zukunft Europas nicht nur den Kurs der Rechten gibt, die auf Ausgrenzung und Abschottung setzen, oder den Kurs der Neoliberalen, die auf soziale Spaltung setzen, sondern dass es daneben einen dritten Pol gibt. Und das ist der Weg der Solidarität, der Weg eines sozialen und demokratischen Europas. Ich will noch was sagen zu den Wählerwanderungen zwischen ersten und zweiten Wahlgang bei den französischen Präsidentschaftswahlen. Es gibt ja immer ab und zu mal wieder so einen Spin, der gesetzt wird, rechts gleich links und dass sozusagen die Erfolge der Rechtspopulisten ein Fehler der Linken wären. Ich empfehle all denjenigen, die diesen Spin glauben oder auf dem Leim gehen, einfach mal sich die Wählerwanderung anzuschauen in Frankreich. Wir wissen inzwischen, dass von den Wählern des konservativen Kandidaten Fillon sich jeder Fünfte zu Le Pen rübergegangen ist und des einmal noch konservativeren Kandidaten Dupont-Aignan immerhin jeder Dritte, währenddessen nur 7% derjenigen, die Mélenchon gewählt haben, rübergewechselt sind zu Le Pen. Also hier zeigt sich ganz klar, der Zuwachs von Le Pen zwischen ersten und zweiten Wahlgang kommt eher aus dem konservativen Lager und das heißt, die Stärkung der Rechtspopulisten ist vor allem ein Problem, dem sich die Konservativen mit zu verantworten haben. Ja, zur Wirtschaftspolitik von Martin Schulz, die er heute dargestellt hat, ist so viel zu sagen. Martin Schulz' Vorschläge zur Wirtschaftspolitik sind so wie sein ganzer bisheriger Wahlkampf, viel Lärm um wenig. Martin Schulz geht sich auch in der Wirtschaftspolitik in einem gepflegten sowohl als auch. Er bleibt darin gefangen, dass er, wie schon seine Vorgänger Steinmeier, Steinbrück und Gabriel, keine klare Kante zeigt, keine klare Kante zeigen will oder keine klare Kante zeigen kann gegen unermesslichen Reichtum, gegen die Durchsetzung großer Kapitalinteressen in diesem Land und gegen Profitgier, die doch stark das Wirtschaftsgeschehen bestimmen. Im Gegenteil, er redet sogar Freihandelsabkommen wie CETA weiter das Wort, die nur das große Kapital begünstigen. So richtig seine Diagnose ist, dass Investitionen angeschoben werden müssen und dass wir einen enormen Investitionsbedarf im öffentlichen Bereich haben, bleibt es doch beim Wünsch dir was. Er diagnostiziert, dass die Kommunen 140 Milliarden Investitionsbedarf haben, zeigt aber an keiner Stelle auf, wie er diesen Investitionsbedarf denn finanzieren will.
Wenn er das aber nicht macht, dann bleiben es eben nur leere Worte und leere Versprechungen. Da muss man eben den Mut haben, eine Steuerpolitik zu machen, die den Reichen und Vermögenden in den Geldbeutel greift, sie stärker besteuert und auch die Großverdiener in diesem Lande stärker besteuert. Und deshalb bleibt er auch mit seinem Gerechtigkeitsversprechen weit hinter das zurück, was notwendig ist. Das steht auf tönernen Füßen, ohne höhere Löhne in Deutschland, ohne Zurückdrängung von Leiharbeit, Befristungen und Niedriglöhnen, bleibt eben auch das Gerechtigkeitsversprechen eine Lehrformel. Eine kleine Korrektur hier und da reicht eben nicht aus, um die Verwüstungen der Agenda 2010 rückgängig zu machen.